Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mufasa Box von Matrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mufasa von Matrix, das Ganze am vergangenen Freitag, den 7. Juni, erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box mit silbernem Aufdruck. Das Ganze ist recht groß. Wir haben hier einmal auf der Vorderseite Matrix, also den Interpreten, darunter dann Mufasa, den Albumtitel, ist ja von König der Löwen, der Vater von Simba, also der alte König der Löwen quasi, der dann ja mehr oder weniger abtreten muss oder stirbt und dann kommt eben der junge Simba an die Macht. So sieht das aus, unten schwarz. Auf der rechten Seite wieder silberner Mufasa Schriftzug, oben glatt schwarz und auch hier wieder Silber Mufasa. Das Ganze ist dann auf beiden Seiten hier mit so einem Siegel versehen, also wie wir es von Matrix Boxen kennen, solche zwei Sticker. Hier lesen wir dann auch nochmal Mufasa und Matrix. Und dann haben wir hier auf der Unterseite noch Spotify, Matrix, Website, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Produced by Explosive Design Felix Liedtke. Also das alles steht hier. Darunter noch Credits und das Label Death of Major. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal hier diese zwei Siegelsticker aufmachen. Einmal und zweimal. So, dann sollte der Boxdeckel auch abgehen. Jawohl. So, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster, dann haben wir einen Hoodie, einen 10 Euro Spotify Gutschein, okay, eine unterschriebene Autogrammkarte, 1, 2, 3, 4 Sticker. Einmal das Bonusalbum Reloaded und natürlich das Album Mufasa. Gut, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Ihr seht von innen die Box auch komplett in schwarz gehalten. Dann machen wir es mal wieder zu. Packen die Box dabei zur Seite. Und nachdem hier ja diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal öffnen. So, einmal der Hoodie und dann natürlich die beiden Alben. Ah, wobei, hier brauchen wir gar kein Messer, denn wir haben hier so eine Schlaufe. Jawohl, um das Ganze aufzuziehen. So, einmal und wo haben wir es? Zweimal. Ja, die hat nicht ganz so gut funktioniert wie die erste. Dann machen wir hier nochmal kurz mit dem Messer einen Schnitt. So, aber jetzt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier, Mufasa von Matrix. Es ist das 7. Soloalbum von Matrix. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case und wir haben hier Matrix abgebildet in einem weißen Pullover und nachdenklichem Blick. Hier lesen wir auch wieder Matrix Mufasa und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt, wenn ich mich nicht verzähle, 12 Tracks. Okay, keinerlei Features mit drauf. Dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. Wir haben hier Death of Major, Matrix Mufasa, Credits zum Album, also wer hat hier produziert, gemixt, gemastert, recorded etc. Dann haben wir hier die Hall of Fame der Vorbesteller, also das kennen wir ja schon von Matrix, dass hier eine gewisse Anzahl vermerkt wird, der Leute, die hier wirklich als erstes das Album vorbestellt haben. Bin mal gespannt, ob auch hier wieder mein Name mit dabei ist. Werde ich dann mal im Detail nachschauen.
Dann haben wir hier Zitate pro Track. Also hier zum Beispiel ein Track Wald. Sie versuchen mich zu brechen, aber schalten mich nicht aus, denn wie man es in den Wald ruft, so schallt es wieder raus. Jawohl. Und das zieht sich jetzt hier so durch. Sprich, für jeden Track haben wir hier so ein Zitat, das jetzt diesen Track hier symbolisiert. Okay. Also, sehr textlastiges Booklet, dafür wenig Fotografien. Death of Major lesen wir auch hier. Dann haben wir die Album-CD, schlicht gehalten in weiß mit schwarzer Beschriftung innen. Jawohl, das gefällt mir gut. Man hat hier die CD eingefärbt, also nicht dieses klassische Silber, sondern hier in schwarz. Sehr schön. So, mit diesem Album, mit diesen 12 Tracks nicht genug, denn wir haben hier ein Bonusalbum. Reloaded nennt sich das Ganze. Freut mich auf jeden Fall, dass man das auch in einen super Jewelcase gepackt hat. Ist vom Cover her recht ident, auch hier wieder Matrix zu sehen in schwarz-weiß. Allerdings hier mit einem Hoodie abgebildet. So sieht das aus. Und dann haben wir hier Tracks mit dabei. Also auch hier wieder 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tracks. Und ja, wie es der Name vermuten lässt, Reloaded, das sind bereits veröffentlichte Tracks. Also es ist, man könnte fast sagen, so ein Best-of-Matrix. Es sind allesamt bekannte Lieder von Matrix, zu denen auch teilweise Videos ausgekoppelt wurden. Die gibt es jetzt hier nochmal im Super Jewel Case. So. Okay. Alles klar. Also vom Design her, zumindest die ersten Seiten sind ident, wie auch schon das reguläre Album. Und ja, auch das wurde übernommen. Also wir haben dann hier auch wieder zu den einzelnen Tracks jeweils die Zitate dieser einzelnen Zeilen. So sieht das aus. Also 12 Tracks auch hier wieder abgedruckt mit der Lieblingszeile oder mit einer bezeichnenden Line. Matrix Reloaded, so wie auch das Album vorher gestaltet, also die CD in schwarz eingefärbt. Dann haben wir Sticker mit dabei und das sind in diesem Fall 2, 3, 4 Stück. Einmal diesen hier, also sind allesamt so Hochglanzsticker, in diesem Fall Schwarz-Silber, Death of Major lesen wir hier. Dann haben wir hier einen Matrix Mufasa Sticker, einmal einen Matrix Sticker und nochmals Matrix Mufasa, allerdings ein anderes Bild, also eine andere Pose. Ja, also 4 Sticker, allesamt in Schwarz und Silber, im Hochglanz und kreisrund. Dann ist mit dabei eine Autogrammkarte, diese ebenfalls in so einer Hochglanzoptik, wie auch schon die Sticker. Hier dann mit silbernem Stift unterschrieben Matrix. Hier lesen wir Matrix Mufasa. Und das ist etwas Besonderes, das hat es zuvor noch niemals in einer Box, in einer deutschen Box zumindest gegeben. Hier lesen wir Matrix Mufasa, dann haben wir natürlich den Interpreten abgebildet und dann lesen wir noch Spotify 10 Euro. Bedeutet, wir haben hier auf der Rückseite einen Downloadcode bzw. einen Gutscheincode und wenn man diesen dann bei Spotify eingibt, dann hat man eben einen 10 Euro ja, Gutscheincode, um damit dann Premium zu streamen. Dann haben wir mit dabei ein Poster, das Ganze im Querformat, hier einmal Matrix abgebildet mit einem Windbreaker, auch hier wieder Albuminterpret plus Titel zu lesen. Hat jetzt leider etwas gelitten. Wir sehen hier gerade so im Halsbereich diese Knicke hier. Okay. Und auf der Rückseite einfach ganz schlicht gehalten Matrix Mufasa. Das Poster also in Schwarz und Weiß, beidseitig bedruckt und beide Seiten im Querformat. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, wie so oft bei Matrix-Boxen, natürlich auch noch entsprechendes Kleidungsstück mit dabei. In diesem Fall mal wieder ein Hoodie. Der ist auch hier wieder komplett in Schwarz gehalten. Wir haben hier auf der Brust einmal einen Matrix-Stick, also hier Matrix aufgestickt. Hier unten dann noch eine Bauchtasche, wo man dann die Hände verstauen kann. Und sowohl hier unten am Bund als auch hier bei den Ärmeln das Ganze entsprechend hier so gerippt, etwas gerafft das Ganze. Wir haben hier auf der Kapuze auch nochmal Death of Major aufgestickt. Okay, dann schauen wir mal auf die Rückseite.
Die ist blank schwarz, also hier haben wir keinen Aufdruck, keinen Backprint oder irgendwas. Das Ganze ist dann hier natürlich mit zwei Schnüren versehen. Bedeutet, man kann die Kapuze dann entsprechend enger machen. Und was lesen wir hier? Death of Major. Und dann haben wir noch ein Zettelchen. Death of Major, Man Hoodie Sweat, Black S. Ja, also die Größe war damals frei wählbar. Ich bin ja generell so ein M-Träger. Allerdings, nachdem Matrix ja immer sehr oversized macht, habe ich mich diesmal für S entschieden. Und denke, dass der dann doch etwas besser passt und nicht ganz so rumschlabbert. Death of Major lesen wir hier. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir vielleicht hier unten noch was haben. Jawohl, genau das habe ich gesucht. So, Death of Major Matrix, 80% Baumwolle und 20% Polyester. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Hoodie hier in Schwarz. Der 10 Euro Spotify Gutscheincode. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Die vier Sticker allesamt kreisrund in dieser Hochglanzoptik Schwarz und Silber. Das Poster beidseitig bedruckt. Beidseitig Querformat. Dann das Album Reloaded im Super Jewel Case mit 12 Tracks. Wie gesagt, mehr oder weniger ein Best-of Matrix. Und dann haben wir natürlich das Album an sich, Matrix Mufasa, ebenfalls im Super Jewel Case, ebenfalls mit 12 Tracks. Womit wir dann auf insgesamt 24 Tracks kommen. Jawohl. So, das alles in dieser wunderbaren Box Mufasa von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.